Moin Moin und Hallo, willkommen zusammen zu einer weiteren Folge Train Sim World 5. Wo ist mein Zug? Ah, jetzt sind Züge gespawnt. Okay, wir sind heute im Schaffnermodus. Ich möchte euch dazu einfach mal noch mal ein paar Infos auch geben zum Schaffnermodus. Wie funktioniert der? Wie könnt ihr diesen überhaupt nutzen? Und hier drüben sehen wir wieder diese schönen Dieselzüge. Die passen hier echt gut drauf auf die Strecke, würde ich sagen. Und es ist natürlich, wie ich in den letzten Folgen ja auch schon gesagt habe, die kennt man halt auch einfach. Das ist jetzt so richtig, ja, so richtig deutsche Bahnstyle, sag ich mal dazu. So, wir gehen jetzt hier schon mal vorne rein. Mir wurde zwar in die Kommentare geschrieben, beziehungsweise in den Live-Chat geschrieben beim letzten Mal, dass es ja ein bisschen unrealistisch ist, wenn ich da ganz vorne reingehe, aber ich glaube, wir sind diesmal relativ weit hinten. Na? Wird's werden? Okay. Ah ne, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, wir können uns also noch ein ganz klein wenig den Bahnhof hier ansehen. Dann möchte ich vielleicht mal einfach mal die Gelegenheit nutzen, euch so ein bisschen zu erklären, wie könnt ihr überhaupt diesen Schaffnermodus nutzen. Also, erstmal ist es ja so, dass das Ganze Zugbegleiter heißt, hier im Spiel. Und den könnt ihr nur nutzen, wenn ihr eine Strecke nehmt, auf der das Ganze funktioniert. Das gilt für die neuen Strecken. Und es funktioniert auch wirklich nur auf gewissen Zügen. Also nicht auf allen Zügen ist es verfügbar. Das sind so die wichtigen Infos jetzt hierzu. Dann kriegt ihr so ein Ticket-Symbol angezeigt im Menü und dann könnt ihr sagen, ja, Zugbegleiter oder eben ja, Lokführer heißt es, glaube ich. Auch hier dieser Bahnhof relativ groß. Ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt hier eigentlich gerade? Ah, hier steht's, Hanau. Wir sind wieder in Hanau. Ich glaube, hier habe ich auch letzte Folge aufgehört. Sehr lustig. Okay. So, ich steige jetzt hier einfach mal relativ weit hinten ein. Türsperre. Ja, theoretisch hätte ich jetzt eigentlich... Ich muss es nachher wieder anders machen. So, sind jetzt hier natürlich Tickets zu kontrollieren? Ja, nein, nein, es sind keine Tickets zu kontrollieren. Sehr schade. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das tritt jetzt nicht immer ein. Also ihr werdet nicht immer Tickets zum Kontrollieren haben. Das heißt, wir setzen uns heute mal in erste Klasse. Oder in die erste Klasse. Ah, den schönen Tisch hier, würde ich sagen, setzen wir uns hin. Und dann können wir so ein bisschen die Fahrt genießen. Wie gesagt, es funktioniert nicht auf allen Strecken der Schaffnermodus. Finde ich auch ein bisschen schade. Aber ist in dem Fall jetzt einfach mal so. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das noch auf ein paar Strecken. Ich weiß aus dem Interview, wenn ihr es verpasst habt, schaut es gerne nochmal euch an. Aber ich weiß daher zum Beispiel, dass ja das Ganze auch auf älteren Strecken wohl zum Teil funktionieren soll. Aber nur auf englischen bzw. amerikanischen Strecken. Und ich dachte mir, als deutschsprachiger Content Creator macht es wahrscheinlich Sinn, das Ganze mit der Deutschen Bahn jetzt hier zu nutzen. Ja. So, unser nächster Halt ist dann also Offenbach. Und es ist auch gar nicht so lange Fahrt. Also man sitzt jetzt hier nicht ewig rum und hat nichts zu tun oder so. Gut, wir könnten jetzt eine Runde durchgehen, schauen nach Koffern. Aber ich glaube, da liegt jetzt hier erstmal noch nichts. Also unten der Gang, der sah ja doch recht gut aus. Heißt, ich laufe jetzt irgendwo ein Stückchen durch. Wir schauen uns mal so ein bisschen um, vielleicht finden wir irgendwie was, aber Tickets sind jetzt hier auf jeden Fall nicht zu kontrollieren. Wie gesagt, auch das ist Glückssache. Genauso wie es natürlich Glückssache ist, ob jetzt ein Schwarzfahrer mitfährt, beziehungsweise Schwarzfahrer nicht ganz richtig, sondern einfach nur ein Fahrgast mit einem nicht gültigen Ticket. Also Tickets haben sie tatsächlich alle, aber nicht jeder trägt ein gültiges mit sich. Wie das genau aussieht, ich hoffe, wir kriegen es diese Folge noch zu sehen. Und jetzt habe ich hier die Kamera so ein bisschen verbuggt. Und jetzt komplett verbuggt. Und das bedeutet letztendlich, wir sehen uns einmal, wenn ich das Ganze neu gestartet habe. So, und dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Einfach einmal neu gestartet. Das heißt, wir haben jetzt nochmal die Gelegenheit, hier alles anders zu machen, alles besser zu machen. Das ist natürlich jetzt super doof gewesen. Ich glaube, ich hätte einfach nicht oben lang laufen dürfen während der Fahrt. Aber gut, dann habt ihr es auch gleich gesehen. Also Bugs gibt es hier noch so ein paar.
Ja, das Ganze ist jetzt übrigens aufgenommen in der Release-Version. Heißt, es dürfte eigentlich weniger Bugs geben als vorher. In dem Zug haben wir ja leider nicht die Möglichkeit, hier Zugbegleiter zu sein. Eine Frau. Okay. So. Ja, das heißt, wir gehen dann einmal hier nach ganz vorne am besten. Und dann stecke ich da auch schon mal den Schlüssel rein. Dass mir hier nicht die Tür zugeht. Denn das war ja gerade so der Fehler beim ersten Versuch. Zack, Schlüsselchen rein. Jetzt kann mir hier die Tür nicht mehr zugehen. Szenarien gibt es übrigens auch noch keine mit dem Zugbegleitermodus. Hätte ich ja gedacht, das wäre auch so ein bisschen, aber na gut. Ich zeige euch das Ganze jetzt hier gerade mal so ein bisschen langsamer, dass ihr auch mal den Zug nochmal gesehen habt. Ich glaube aber, das ist die Baureihe, die man ja sowieso auch schon kennt. Okay. So reinstecken und dann ziehen. Und dann klingt das so ein bisschen wie, wenn Brötchen irgendwie fertig sind. Ich möchte natürlich am Fenster sitzen. Und dann bleibe ich jetzt einfach mal unten. Denn ich glaube, wenn ich wieder nach oben gehe, das könnte wieder für Bugs sorgen. Das hauptsächliche Problem ist, glaube ich, diese Brücke gewesen. Ich hatte das Ganze ja schon mal getestet, diesen Zugbegleitermodus. Und da ist das auch gewesen. Wenn man an dieser Brücke dann ist, gibt das da einige Probleme. Aber für euch natürlich jetzt umso besser, dann habt ihr es gleich gesehen. Und eventuell schaut ja hier jemand von Daftel Games zu, der kann das Ganze dann vielleicht an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, und jetzt heißt es wie gesagt Fahrt genießen. Tickets sind ja keine zu kontrollieren. Das ist übrigens meistens an der ersten Station so. Beziehungsweise bei der ersten Abfahrt, dass dann erstmal noch keine Tickets zu kontrollieren sind. Kann aber auch am nächsten Bahnhof auch noch so sein. Also das ist tatsächlich, wie gesagt, völlig dynamisch, völlig beliebig. Entscheidet, ob es ein Zufallsgenerator. Guten Tag. Sie fahren bis wo? Möchten Sie mir nicht sagen? Na gut, dann sagen Sie mir das nicht. Hier ist so ein bisschen diese Rundumsicht. Ich glaube, die ist ja, wenn man vorne im Führerstand sitzt, ist die ja nicht. Zumindest nicht bei allen Zügen. Bei manchen ist es so, aber bei manchen auch eben nicht. So. Ja, jetzt sehen wir natürlich nicht so viel von der Strecke. Im Livestream wurde sich das ja gewünscht, dass ich ein bisschen was von der Strecke zeigen soll. Das kann ich jetzt hier in dem Fall nicht machen. Dazu hätte ich den anderen Wagen, der jetzt hinten ist, nehmen müssen. Aber ist ja auch egal. Wir sitzen jetzt hier schön, sehen jetzt hier diese Brücke, die sogar in der Außenansicht Bugs hat. Also ich glaube, das liegt echt an dieser Brücke. Die hat noch ganz arge Probleme. Okay. Und wir werden immer schneller und jetzt müsste auch gleich der nächste Bahnhof eigentlich kommen. Denn wie gesagt, die Abstände sind gar nicht so weit. Ich habe jetzt auch nur eine Strecke gewählt, die glaube ich so 20 Minuten geht, also es ist wirklich wenig laut Plan. Aber vielleicht sehen wir jetzt hier kurz auf dem kürzeren Abstand zum Wissen was. Manchmal ja, manchmal nein. Wenn nicht, dann wäre es natürlich jetzt super schade. Denn dann habe ich jetzt hier eine Folge gemacht, wo eigentlich nichts zu sehen ist, wirklich vom Zugbegleitermodus. Ich glaube, auf der englischen Strecke ist das Ganze noch mal ein bisschen schöner dargestellt.
Da hat man einfach wesentlich mehr zu tun. Da ist es ja mit so diesem, ja, technischen System mehr so, wo man dann eben noch ein paar Knöpfe mehr drücken muss. Hier ist ja wirklich mehr die Pfeife betätigen und eben dann immer den Schlüssel rumdrehen. Ist nicht wirklich viel. Aber immerhin. Na, wer fährt mich denn? Eine Frau. Ganz entspannt sitzt sie da vorne. Gut. Dauert die Fahrt denn jetzt noch länger? Ansonsten mache ich nämlich jetzt hier wieder mal ganz kurz einen kleinen Schnitt. Was gerade witzig ist, hier vorne ist die Matrix grün. Und hier ist sie aber orange. Irgendwie passt das nicht. Na gut, ich mache jetzt ganz kurz einen kleinen Cut und dann sehen wir uns, wenn ich dann am nächsten Bahnhof bin. Ich glaube, das ist am besten. So, wir sind jetzt dann auch gleich am Bahnhof. Und dann dachte ich mir, das zeige ich euch natürlich dann auch einmal. Ausstieg ist rechts. Sie können auch links aussteigen, aber empfehle ich nicht. War da gerade so ein weißer Fahrplan wieder? So, ich werde vielleicht diesen Schlüssel hier gebrauchen können. Na, halt an. Also die Fahrt ging tatsächlich doch ein bisschen länger als gedacht. Zack, jetzt. Schlüsselchen rein da und dann wird einmal gewartet. In der Zeit gehe ich mal ganz kurz schauen nach diesem Fahrplan. Aber ich glaube, den habe ich schon überall hingehangen. Oder? Ja. Das sieht gut aus. Auch da sieht es ganz gut aus. Okay, passt. Gut. Da müssen wir jetzt noch eine Minute warten und dann hoffe ich, ich habe vielleicht Tickets zu kontrollieren. Das wäre ja ganz wünschenswert. Weil im Grunde geht es ja in dieser Folge genau darum, dass ich euch das einmal zeige, das Feature. Aber man muss ganz ehrlich sagen, so zum Zeigen ist es echt schwierig, weil es halt ja, dynamisch ist. Und ich muss sagen, ich hatte ohne Aufnahme, glaube ich, echt viele Tickets gehabt zum Kontrollieren. Und jetzt hier sieht das ein bisschen mager aus. Na gut. So, noch 10 Sekunden. 7. 5. Und Ende. Achso, Pfeife. So, einmal gepfiffen. So, 10 Tickets, das ist gut. 10 Tickets, da habe ich Spaß dran. Perfekt. Es ist, wie gesagt, zufällig und deswegen alles nicht so einfach, das zu zeigen. Jetzt habe ich mich ja selbst eingesperrt. So, und ich zeige euch jetzt auch gleich mal, wie erkennt ihr denn die Fahrgäste, die ein Ticket haben und das kontrolliert werden muss. Wir haben hier so ein Symbol und das ist übrigens auch das Symbol, was ihr im Menü suchen müsst. Und wenn ihr das dann hier habt, dann schaut ihr einmal drauf. Und da halten wir natürlich nicht an. Passt. Beziehungsweise für die Dame passt es nicht, für uns passt das in dem Fall. Wir kriegen Punkte dafür. Die AP. Werden so ein bisschen gebackt. Das ist so ein bisschen schwierig, deswegen
Ja, naja. So, das passt. Auch das passt. Und jetzt kann ich wieder hier nicht laufen. Achso. Hier ist eine Tasche im Weg gewesen. Passt. Und auch dieses Ticket hier ist in Ordnung. Und ich glaube, ihr habt das System verstanden. Es ist tatsächlich wirklich relativ einfach. Man muss nur schauen aufs Datum und natürlich auch schauen aufs Reiseziel. Da unten sitzt jetzt noch jemand in dem Fall. Ob das jetzt unbedingt das Feature ist, wo man sagt, ja, da habe ich drauf gewartet. Ich finde es ganz cool, es ist nice to have. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist natürlich auch wieder nichts Besonderes mehr im eigentlichen Sinne. Finde ich zumindest. So, wie viele fehlen noch? Drei Fahrgäste. Und dann buggt das immer so ein bisschen rum. Also man hat hier nicht wirklich so dieses, dass man sich frei bewegen kann im Zug während der Fahrt. Und man muss aber das Ganze schaffen, wenn der Zug noch nicht am nächsten Bahnhof angelangt ist. Das ist gar nicht mal so einfach. Wie gesagt, die Ansichten hier, das buggt manchmal alles ein bisschen. Zwischendurch leckt es dann auch noch mal kurz. Hier oben. Ja, perfekt. 17. passt natürlich gar nicht. Ist klar. Und das wiederum passt. Und jetzt fehlt mir nur noch ein Fahrgast. Der sitzt hier vorne. Und auch das passt nicht. So, ja. Und dann würde ich aber auch sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da und auch gern ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.